Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Machen wir weiter. So, die Keule haben wir ja seit dem letzten Part auf jeden Fall gewonnen. Das ist richtig gut. Kurz mal gucken, was haben wir für Challenges hier? Nur einer hat einen Trade. Was macht der? 1v1. Was macht er? Hallo. Luck of Draw. Okay. Das heißt, wir können unsere Waffen weglegen und dann reparieren lassen, falls wir es brauchen. Und ich glaube, das wäre auch schlau, denn Hauptsache, das Ding ist wieder auf Full Life. Dann können wir es länger benutzen. Weil die anderen lohnen sich, glaube ich, nicht. Deswegen gehen wir auch da rein. Wie teuer ist denn reparieren? 100 bis 200. Oh, shit, das wird also 50-50-Luck sein. Na gut. 1000 einfach nur weg. Pass auf, wir können ja das nehmen. Wobei, early ist es vielleicht doch schlauer, erstmal trotzdem die billigen Items zu haben. Aber die ganz billigen sind auch kacke. Also machen wir doch das hier rein. Bam, Junge. Dann ein bisschen Training, aber erstmal machen wir reparieren. Können wir noch irgendwas reinschmeißen, was repariert werden muss? Nein. 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 Okay, wir haben ja noch nicht mal eine Rüstung. Glückwunsch. Dann repariert sich das von selbst. Wir können noch. Oh, genau, 6-mal Training, Junge. Nice. Keine Ahnung, was wir hier ziehen, deswegen können wir keine Waffe nehmen. Also nehmen wir einfach stumpf Movement. Da das uns am wichtigsten ist, denn wir müssen ja mehr Platz zwischen uns und den Gegner machen. Für Ausdauerregeneration. Deswegen nehmen wir das hier. Und wir müssen auch weniger Ausdauer bezahlen für eine gewisse Strecke. Wichtigster Trade auf jeden Fall. Bevor wir, oder eher gesagt Skill, bevor wir Dashing gehen. Weil Dashing ist so komisch, wie gesagt. Das ist nicht irgendwie. Also es wird ja weiter und schneller natürlich. Aber das Problem ist, bis man das erreicht, das ist echt so Late Game-mäßig. Das ist viel zu lange. Also machen wir das so. Rein da. Ich hoffe, wir kriegen 200er Repair. Oder wenigstens 250. Dann sind wir nämlich 100% voll. Glaube ich. Ne, 170 bräuchten wir. Egal, Papp. Pünktchen sind uns nicht so wichtig. Ich hatte schon ein Schild gesehen und ein Schwert. Ich glaube, das gönnen wir uns. Weil ich glaube, Zweihandwaffen lohnen sich nur, wenn das so eine richtig breite Fläche hat für Treffen. Weil so ein Hammer ist echt schwer zu treffen. Oh, ich sehe was Grünes. Spiked Club. Das ist mein Ding. Ich hole es. Also Pause. Ne, ihr wisst, was ich meine. So. Rein da. E. Wo ist Schild? Sparing Schild. Oh, hier ist noch mehr. Oh, du hast auch das Ding auch genommen. Bam, 25 Schaden. Bam, fum. Big Ficker, okay. Schöner Block. Er kommt immer näher. Alter. Ich treffe gut, aber. Jetzt haben wir ihn. Okay, das ist echt zu broken. Das wird noch genervt, das merke ich. Junge, immer Slain am Ende. Und weil er so eine dicke Hitbox hat, immer den Körper zwischen. Junge. Der Zweiteiler. Boah, hier müssen wir echt aufpassen. Scheiße. Bam, Junge, Level up. Das mache ich nicht so häufig, obwohl das sogar verbessert wurde. Es gibt, glaube ich, sogar einen Trade, den man kriegen kann für Auto-Aim. Das heißt, dann ist Werfen broken. Ich sag ja, wenn die einfach nur Throne verbessern würden, ich habe es aber schon länger nicht mehr gemacht. Und leider kann ich ja nicht ins Training, außer vielleicht im Menü. Muss ich mal testen. Wir nehmen aber das hier. Viel wichtiger. Und perfekt, voll. Nice. Wieder ausrüsten. Dann ein bisschen freischalten. Kurz hier gucken. Oh, nicht du schon wieder. Oh mein Gott, Pagan-Prophet. Ja. Müssen. Also das ist unser immer Punkt, wo wir nicht durchkommen. Vielleicht mit der Broken Keule. Ich würde die auch nicht so gerne aufgeben, muss ich sagen, ne? Das ist halt scheiße. Was haben wir hier für Dinger? Warte. Gewinne 5 Minuten niemals. Nee, 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 nee. Heilung könnten wir uns gönnen. So, levelmäßig. Ein bisschen Movement bekommen. Nice. Trainieren wir, ist die Frage. Ich glaube, bei dem Fight nicht. Wir müssen 100% rein da. Mit voller Ausdauer. Und deswegen machen wir das so. Schalten das nochmal frei. Kleiner Hammer. Reinforced Puku. Damage gegen Schilde. Und da war irgendwann ein Bonus, aber der Bonus ist ein bisschen buggy. Okay. Ja, dann lassen wir das so, ne? Und ich würde sagen, gehen wir mal mit unserer Waffe da rein. Ich hoffe, wir schaffen das. Leider haben wir keine Brustrüstung, also echt sehr großer Nachteil der Early Game. Let's go. Ich kann nicht durch.
Ach du heilige Mutter. Oh, da ist eine dicke Klingel. Nee, meinst du besser anscheinend. Irgendwie. Getroffen. Getroffen. Wie die immer schubsen, die Ficker. Verpisst euch. Lucky. Oh, Multi-Hit. Slay. Junge, Alter. Von zwei Seiten. Ich gebe euch jetzt von zwei Seiten. Slain. Nicht getroffen. Nein. Ausdauer. Now do this. Oh, shit. Ich muss mich beeilen, weil der andere wird irgendwann kommen. Da hilft doch die Zeit. Oh, schnell Block. Oh mein Gott, der Kopf ist weg. Slain. Junge, das ist so ein cooler Trade. Schade, dass da echt nicht so eine Stimme ist. So epic-mäßig, ey. Ihr Ficker. Ich treffe alles, Junge. Die Keule ist busted. Oh! Multi-Hit. Verpiss dich mit deinem Sichel. Schöner Block. Block zurück. Oh mein Gott. Verpisst euch. Aua. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin One-Shot. Ich hab keine Ausdauer. Ah ne. Ich komme hier nicht weg. Ich bin in der Ecke gefangen. Wer hat die Map Designs? Getroffen. Getroffen. Er trifft immer. Oh. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Hör auf. Ich treffe ihn mit meiner Hand. Oh mein Gott, geschafft. Diese Keule ist die beste Waffe im ganzen Spiel. Oh, der Fisch. Ich kann die Keule nicht nehmen. Ich kann die Keule nicht nehmen. Nein. Ich wurde gescampt, Leute. Ich wurde gescampt. Nein. Jetzt haben wir sie. Nee, das ist Sichel. Wo ist seine Waffe? Hä? Ich habe ein bisschen Angst. Warte mal. The fuck? Der ist einfach nicht mehr da. Ich fühle mich verarscht. Ich habe extra für die Waffe gekämpft. Ich weiß, wie stark die war, weil wir die im letzten Durchgang hatten. Und die hat so lange gehalten im Sinne von Damage. Nicht Haltbarkeit, aber Damage. Ich wurde verarscht. Alter, Schiebung. Das ist immer noch das Problem, dass die Waffen manchmal in der Erde oder unter dem Körper sind. Und dann kommst du da nicht mehr ran. Okay, haben wir hier ein Schild? Wenigstens for free mitzunehmen. Das ist lächerlich. Alter, wurde ich verarscht. Na gut, auch kein Schild, ne? Was ist das da hinten? Ne, nur billige, ne? Ja. Oh, traurig, Junge. Mann. Aber gewonnen, Leute. Dieser Club ist so broken. Ich kann einen auswählen. So, da Post, ja. Mehr Favor bei allen oder 33% Chance, alle Informationen freizumachen. Ja, es gibt sogar einen mit 100, also lohnt sich da nicht. Gib ihm. Alter, wie cool ist das denn? Nee, das brauche ich nicht. Gib mir Kohle. Das sind die schlechtesten Belohnungen. Ich hätte lieber Stamina und so. Aber, warte mal. Character. Yo, jetzt haben wir das bekommen. Das ist geil. Jetzt kriegen die sozusagen nur noch minus 3 statt 6. Das ist richtig gut. Und bei denen, wo wir machen, 25% mehr. Alter, ist echt gut. Also müssen wir einmal bei jedem machen, dann sind die wieder alle im Plus. Das ist echt busted. Die ist echt am besten, wenn man alle Plus machen will. Der gibt dir nur Coins. Oder von Coins in Fame. Sie genau andersrum. Fame. Also gegensätzlich. Und der macht Kämpfen oder irgendwas mit Inventar und so. Also die besten sind definitiv die beiden. Wenn man kann, am Anfang die machen, damit man schneller die bekommt und dann den. Und wenn nicht, dann lieber den, dann die und die als letztes, finde ich. Sogar der ist ein bisschen besser.
Okay. Münzen haben wir ordentlich bekommen. Wir können uns ein bisschen hochkaufen. Oh mein Gott, wir können den Godly Hammer kaufen. Heavy Hammer, Junge. Nachteil, die Hitbox wieder mal. Aber ansonsten ist eine richtig broken Starterwaffe. So viel Schaden, dann Rüstungsdurchdringung und Knockback, wenn man das nutzt. Der Vorteil bei dem hier ist, du kannst halt links und rechts schlagen. Wenn du den hier hast, so einen Polearm, hast du nur diesen schwulen Stockschlag, also den Hinterteil davon. Einmal ihn wegknüppeln, dann fliegt er zwar weit, aber das macht gar keinen Schaden. Ist halt nur für Platz machen und die sind aber so schnell, das lohnt sich nicht mal. Weil es auch so viel Ausdauer kostet. Sonst wäre es ja eine geile Utility. Zack, ganz wenig Ausdauer oder gar keine, die fliegen weg. Du kannst schön durchatmen und haust dann wieder drauf. Dann würde ich den spielen, weil du hast ja nur rechts und Überkopf. Du kannst nicht pieksen, nix. Du hast nur zwei effektive Attacken. Deswegen nicht so geil. Oh, ein Draft. Das wird gut. Drei Kills. Simpel. So, Kohle. Was kaufen wir uns? Wir brauchen eigentlich... Shit, ich hätte das hier kaufen können. Eine der besten. Fuck. Na gut. Kaufe ich mir ein Schild. Bleibe ich bei dem Einhand-Mace-Stil oder gehe ich auf eine Zweihandwaffe für mehr Böllerwagen? Hm. Der hält sehr viel aus. Ja, der Fame geht runter, das ist mir aber egal. Ey, warte mal, das ist doch mein Carry-Schild von der letzten Runde. Cool. Fame kriegen wir nicht so viel, aber Fame ist mir egal. Der hat 315 Ausdauer, das ist eigentlich richtig gut. Kaufen wir. Sehr gut. Damit bin ich zufrieden. Dann, was haben wir noch? Zwei gleiche Kappen, das ist Müll. Das hier kann ich leider nicht haben, aber ich könnte es holden. Wie viel Kohle kriege ich denn? 5000. Das bedeutet, ich kaufe den hier. Dann habe ich eine richtig geile Rüstung. Also machen wir Hold. Leider wird es aber nicht mehr so ein Angebot sein. Scheiße. Oh, jetzt muss man nachdenken. Wir sind jetzt in Medium. Keine Effekte, genau wie ich meinte. Du hast kein Minus, kein Plus, aber du bist schön in der Mitte. Da wird natürlich das Gegenteil gehen. Weniger Movement, weniger Dashen, aber dafür mehr Resistance gegen Stunnen und Knockback. Knockback ist selten und sogar nicht so schlimm, außer bei diesen Arenen, wo man vielleicht wo reinfallen kann. Aber sonst eigentlich useless, weil es gibt auch keinen Fallschaden. Aber Stun ist schon broken, weil jedes Mal, wenn man da Schild wegschlägt oder Waffe und man steht dann mit der Animation, ist richtig kacke. Aber ich glaube, Medium ist am besten der Stil. Für mich persönlich. Weil Light, wenn man es kann mit einer starken Waffe, ja, sogar noch besser, natürlich wegen den Bonus-Dingern. Das Ding ist, wenn du aber voll hast, ist es kein Bonus außer der Stamina-Regen. Aber sonst braucht man das eigentlich nicht. Gut, boah, wir müssen heilen. Ich glaube, wir müssen auf die Rüstung erstmal verzichten. Wir kaufen uns erstmal das hier für mehr Heilung. Und dann kostenlos heilen. Und dann lassen wir das so. Wieder ohne Training rein, weil wir können nichts anderes machen. Boah, beides dasselbe. Wie geil. Hätte ich auch kaufen können, ist mir aber egal. Wir machen noch einen zweiten Platz frei für Safety und noch einen dritten Platz. Das reicht aber für den Anfang. Und jetzt gehen wir rein. So, mal gucken, was für eine Draft wir bekommen. Alter, mit Donnergeräusch. Es regnet. Bitte nicht zu viel FPS klauen, ich habe jetzt schon nur 90, wie ich sehe. Charge. Feuer! Oh ne, wir müssen warten. Ich habe irgendwas getroffen, aber ich weiß nicht was. Oh! Der will hier hin. Wie viel Schaden! Ey, geh mal schnell wieder. Piss dich! Jetzt fängt das wieder an. Verpiss dich, Junge! Zack, slain, also sogar hier, ey. Gegner? Die zwei. Na? Was versuchst du? Oh, geblockt die Waffe. Slain. Enemy Reinforcement. Oh, der blutet. Slain. Ey, das ist so busted, der Trade. Holy. Da kommen sie. Der General. Den hole ich mir. Dich mache ich den Kopf kürzer. Keine Ausdauer. Wir sind alle so dick. Holy. Nein. Range. Ich muss richtig die Kamera throwen eigentlich.
Der hat gesessen, obwohl er 6,8 Schaden nur bekommen hat. Kannst du mal recken? Ich habe keine Ausdauer mehr. Alter. Jawoll. Von allen Seiten. Immer noch nicht. Jawoll, Slain. Der nächste Gegner. Zack. Okay, die Kamera löst sich immer. Eigentlich wollte ich über Kopfschlag. Genau so. Der dreht das. Ich gebe hier, Junge. Pieksen. Schön den Kopf, aber nichts gebracht. Come on, heb die Waffe. Slain. Schon wieder Reinforcement. Was macht der denn da? Alter. Hat er irgendwie ein Jutsu gemacht? Was war das für eine Armbewegung? Oder Gangster Science? Je nachdem. Geslaint. Schön durchgepiekst, die Sau. Alle liegen wieder durch die Hälfte geteilt, ey, Alter. Zack. Zack. Gestochen. Oh, schöner Treffer. Junge, mit jedem Kill gefühlt ein paar FPS wieder. Nicht perfekt optimized, das Game, aber läuft, läuft. Stecher, Stecher. Block. Zack. Zack. Ausdauer. Oh, Junge. Alter, den hast du genockt. Da ist der Gegner. Warte, ist das auch ein Gegner? Warte, die Markierung ist ein bisschen scheiße. Oh, das hat gesessen. Welcher ist meiner? Die Farben sind scheiße, Gibi. Wieso nicht so grün, gelb, dass man es erkennt? Nein, schön blau und lila beim Regen. Glückwunsch. Ich glaube, das ist ein Gegner. Jetzt sehe ich sein Schild. Du Ficker. Okay, das ist meiner. Boah, Junge, du hast ihn so geteilt. Treffe ich nicht? Da war das Schild. Eigentlich habe alles getroffen, aber... Ah, nee, ist auch meiner. Hat er ein Schild vom anderen aufgehoben? Alter, Junge, Verwirrung pur. Jawohl, mehr Plus, das ist gut. Bonus, Rank Up. Oh, Stamina. Bam, plus 5, einfach Bombe. Plus 1000 Fame, nice. Badische, oh ja. Die hat mehr Hitboxen, ist auch länger. Oh, Nachteile, wie gesagt. Aber eine Waffe mit Multi-Hit jetzt extra nochmal zu nehmen, ist nutzlos. Außer, die stacken sich, das wäre busted. Doppelt Multi-Hit-Effekt. Und dann triggert das zweimal den Damage, das wäre broken. Oder sogar mehr Stack, das heißt 50% sogar. Also Damage, den er überträgt. Oder weniger, je nachdem. Strong Hammer, nein. Rusty Shield, nein, nein, nein. Lyonian Light Shield. Light Chest. Plus 10 Movement und Padded. Das ist ja mal cool. Der Text darunter auch noch, ey. Nice. So, was haben wir denn hier? Alleine gegen alle, die haben Rebel, die haben alle nur Hälfte. Das könnte echt gut werden, ne? Aber ich muss kurz darauf achten, wer das veranstaltet, denn wir müssen ja auch gut werden. Hier sehe ich nichts, also machen wir das hier. Wir müssen bei ihr besser werden. 1v1. Warte. Wetten. Gewinne 5 Minuten. Ja, sind kostenlose 200. Ich gucke aber noch wegen, ob ich die 5000 direkt brauche. Mace ist bei 51. Schwert ist bei 51. Danke dafür, Draft. Junge, da haben wir auch nicht gelevelt. Stamina ist fast 70. Wir kriegen keinen Bonus mehr. Schade. Der Nachteil, wenn man Rüstung trägt. Okay. Das hat irgendwie nicht so sehr funktioniert, oder doch? Ah, das war Prozent vielleicht. Aber eigentlich muss es doch direkt wirken. Naja. Leveln wäre auf jeden Fall schon mal gut. Wo sind wir gerade mit der Victory? Victory sage ich schon. Statistik. Kann man das nicht mehr sehen? Doch, hier. 50.000, also vielleicht mit dem nächsten Kampf Level Up wieder. Das sind die, die wir schon hatten. Richtig nice. Also ich glaube, die Besten sind ganz oben. Also logischerweise. Die Schlechten sind unten, sieht man ja. Die weniger Schlechten sind nochmal darunter. Ja, so 50-50 oder leicht schlecht, aber nicht so richtig, ist glaube ich hier. Und das sind so leichte Bonus-Skills oder andere Versionen. Und das sind die leichten Varianten, wie zum Beispiel das hier. Wenn es die leichten sind oder einfach andere. Genau.
Weil es gibt ja Doppellack, ne? Darf man ja nicht vergessen. Okay. Also so viele schlechte gibt es nicht. Das ist das Beste für euch, Leute, wenn man schon mal so gucken sollte. Wenn man einer ist, der gerne auf leicht spielt und mit einem Schild, wenn er mit Schild eh alles blocken kann, kann man auch das hier spielen. Ich würde definitiv abraten davon, das oder das zu spielen. Außer du bist sowieso einer gewesen, der gefechtet hat, keine Ahnung, nur eine Waffe und dann kein Schild. Dann gib ihm. Aber ansonsten das hier nicht. Das geht, wenn man einen guten Charakter hat dafür. Ansonsten, das finde ich auch nicht schlecht. Also ich finde, die zwei sind am besten, wenn man schon Minus nimmt, von den heftigen. Das niemals, das würde ich auch niemals nehmen, weil manchmal muss man dodgen für Luck oder einfach besser bewegen. Das ist auch nicht so geil, aber da muss man noch gucken. Das mag ich auch nicht so sehr. Falls man Blacksmith ist, ist das eigentlich scheißegal. Der repariert eh immer. Das finde ich sogar das Beste. Das braucht gar keiner, wenn man eigentlich weiß, was man tut. Deswegen, Beste, das ist ein kostenloser Negative Trade. Das, wenn du den hast, das ist eigentlich gar kein Negativ-Trade. Denn da kannst du zwei Positive und ein Negativ. Bombe. Und was noch? Ein bisschen HP statt das große HP finde ich auch in Ordnung. Das ist nicht so geil. Das weiß nicht genau, was das war. Ist auch nicht so geil, aber Unlucky niemals nehmen. Genau. Das weiß ich auch noch nicht, was das war. Und der Rest ist eigentlich ab da relativ in Ordnung. Bis auf, dass man die Maske geforst ist, also hast du keinen Helm richtigen. Und. Genau. Falsche Taste. Los. So, jetzt skillen wir wieder. Plus 6, gib ihm. Nehme ich Movement oder nehme ich Training, warte. Movement 59. Ich glaube, ich nehme wieder Waffe, weil Waffe ist am wichtigsten. Je schneller ich die voll kriege, desto mehr Damage mache ich mit der. Greife schneller an und. Das ist so wichtig. 3000. Bam, Junge. Schon mal billiger. Was ich jetzt noch brauche, ist unbedingt das hier. Dann habe ich sogar plus 4 mit ihrem Boost. Das ist richtig gut. Genau. Dann wollen wir mal fighten. Hier schließen wir das mal. Gib ihm. Gerade läuft die Folge besser. Also seitdem wir die Keule haben, Junge, broken. Also ich glaube, es gibt keine bessere Waffe als die am Anfang. Sogar am Ende, Junge. Ich habe mit der viel besser getroffen. Stechen funktioniert, weil die Hitbox so groß ist und auch funktioniert auf der Länge. Wie schnell er schlägt. Wie kontrolliert er immer schlägt. Also keine Physics-Bugs, wie jetzt zum Beispiel manchmal 360 Hand macht oder so. Also für mich persönlich eine der besten Waffen, definitiv. Auch weil es blunt ist, kriegt er diesen Passive Perk, der nicht da beschrieben ist. Richtig cool. Let's go. Oh, du hast dicke Rüstung. Bam, Alter. Du Ficker, Junge. Alter. Aha. Bam, Junge, auf den Schädel. Bam, auf den Schädel. Da die auch so lang ist, die Waffe, kann man über die Schilde schlagen. Wenn es länger ist. Du Ficker, Junge. Bam, auf deinen Schädel. Ausdauer. Danke, dass du zu mir gerannt bist. Boah, Junge. Also wenn das Boxen wäre, wäre schon Knockout, sogar mit so einem Schutzhelm. Three Hits. Oh, diese Arm-Animation, die bis nach ganz hinten geht. Krüppelig. Ausdauer. Bin verletzt. Ah, wie viel Drawback-Animation ist. Holy. Oh, Slay. Die ganze Rüstung ist immer kaputt beim Slayen. Tja, da war mein Schild besser, den ich gut gekauft habe. Easy. Alter, ist die Waffe gut. Jawohl, guck mal, plus 22. Wunderschön, nur noch den hier plus machen, wir sind alle plus. Tada, neue Waffe, was gibt's da? Long Spiked Club. Ist two-handed, was, dein Ernst? Okay. Weniger Durability, weniger, nee, mehr Speed, aber ohne Scheiß, hier steht 32 Speed, das fühlt sich nicht so an. Ihr merkt ja, wie ich manchmal mit dem Boosted Schlag schlage und es ist viel besser als das hier. Also irgendwie lügen ein bisschen die Stats, manchmal. Am meisten die Range. Wobei, nee, der trifft gut. 90er Range, das klingt echt gut. Der hält ihn auch richtig weit hin, das ist so nice gemacht. Und das ist das Gegenteil. Oh, der wäre gut. Holy. Ich habe nur 3000. Nee. Wir brauchen die Waffe zweimal vielleicht sogar. Holy. Ein Tournament. Erst muss ich durch die, dann durch den und dann den. Und ich gegen Trade. Und es ist Yoridos. Bam, bam, bam. So. Heilung ist kostenlos. Nehme ich das mit? Gegen so viele Gegner sollte ich wieder einmal kurz eigentlich Pause machen. Weil man hat gemerkt, ohne Training richtig viel Ausdauer und jetzt auf einmal viel weniger.
Schaffe ich das gegen die? Sentinel, Lion Slayer, Ovarkan, Ovarkan und Elder. Drei. Junge, am Anfang sind wir gegen sechs alleine, glaube ich. Oh, nee, dann trainiere ich nicht. Dann lassen wir das weg. Genau, einmal runterziehen. Utility. Müssen wir nutzen. Da wir jeden HP-Punkt brauchen, wenn die mich schon so schlagen werden. Und ich brauche eigentlich eine Armor. Armor wäre nicht schlecht, weil ich habe echt Müll. Das heißt, was tun wir? Wir bestellen uns Armor. Warte, wo ist das? Armor. Und dann nehmen wir... Ist das impressive, was ich hier habe? Study. Okay, so heißt das. Also impressive ist nice, aber manchmal ist es so ein bisschen oder zu überteuert oder es ist scheiße und da ist grün sogar besser. Ich überlege gerade, welche Rüstung war die eine? Die war blau, ne? Diese bronze Kacke da. Ich darf aber nicht zu viel wiegen. Jetzt verstehe ich, warum dieser eine Skill richtig gut ist. Dieses, Giant, glaube ich. Also ich glaube, dafür lohnt sich das echt gut, weil dann bist du mit diesem Threshold nicht so schnell da. Wir sind gerade bei 35 Gewicht. Bis wie viel geht das eigentlich? Warte. 25 und Threshold hier ist 55. Bei dem Threshold mit dem Skill kriegt man, glaube ich, 25 noch dazu. Also ist man sogar erst ab Heavy bei 80. Das ist schon ziemlich stark. Und dann ist man sogar hier, wenn das richtig gilt, sogar bis 50. Also kann man leicht bleiben, bis man 50 ist und Medium sogar bis 80. Das ist ziemlich stark. Und sogar da kann man Heavy irgendwann sein mit der vollsten Rüstung. Man ist aber trotzdem noch ganz knapp hier. Das heißt, man hat mehr Ersparnisse bei der Regeneration. Boah, Giant Slayer könnte echt overpowered sein. Da hätte ich zum Beispiel, das ist Late Game useless, beinahe. Außer es geht sogar drüber, über 100. Aber hier Giant Slayer plus Slayer. Oder Giant Dingsabose, wie heißt der? Giant, genau. Das ist, oh nee, 20, nicht 25. Aber ist trotzdem gut. Das hier plus Slayer, richtig gut. Also Slayer gefällt mir richtig, richtig gut. Komplett busted. Born Leader ist natürlich cool mit diesem Skill, aber ich sehe nicht, wie viel Booster ist. Ist natürlich aber sehr stark in Teamkämpfen, falls man darauf fokussiert ist. Okay. Training haben wir weg, das haben wir weg. Alles nochmal abgehakt. Genau, genau, genau. Und... Nee, warte. Machen wir Impressive, scheiß drauf. Order. Und, Leute, dann würde ich sagen, hier machen wir den Stopp. Im nächsten Part machen wir das Turnier. Dann gibt es wieder plus 3 für alle. Sogar noch mehr wegen dem Trade, genau. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da und wie immer, bis zum nächsten Mal.